Hallo und damit herzlich willkommen zu diesem Let's Test Train Simulator 2015. Heute möchte ich mit euch gerne den ÖBB Talent 4024 von RSSLO gerne mit euch testen und vorstellen. Dazu fahren wir diesen Zug, wie kann es anders sein, auf dem Dreiländereck in der aktuellsten Version V2.1 in einem Quickdrive von Lindau nach Bregenz. Und zwar werden wir zunächst mal unseren Zug aufrüsten, den talentierten E-Triebwagen. Und danach zeige ich euch den Zug von außen. Somit sind wir jetzt im Führerstand des Talents. Um diesen Zug aufzurüsten, tun wir das nicht hier, beziehungsweise tun wir es später. Allerdings müssen wir zunächst im hintersten Führerstand die Batterie einschalten. Das machen wir mit der Taste Steuerung Plus. Und mit dem Pfeiltasten nach rechts gehen wir zum Batteriesteuerschalter und starten den. Warten wir einen Moment. Jetzt ist der Start klar und jetzt stellen wir noch das Signallicht ein, und zwar eine Stufe nach rechts, das heißt vorne Spitzenlicht, hinten Schlusslicht. Schalten die SIFA und PZB ein, Betrieb. Und mit einer weiteren, mit nochmal Pfeiltaste nach rechts, stellen wir jetzt die PZB ein. Drücken zunächst auf Auswahl. Dann können wir die TF-Nummer eingeben, welche ihr möchtet. In dem Fall nehmen wir die 1. Übernahme. Dann gehen wir wieder mit Auswahl einen Reiter weiter, stellen die 80 ein. Das müssen wir als erstes machen. Dann wieder auf Übernahme. Dann einmal Auswahl wieder weiterklicken und zwar die 111 eingeben. Das ist die Bremsprozent für den oberste Zugart 85. Wenn ihr eine andere Zugart fahren möchtet, und zwar die mittlere Zugart 70, und unterste 55, müsst ihr das hier jeweils einstellen. Und zwar steht das alles in der README beschrieben, wie das alles funktioniert. Sehr ausführlich erklärt. Übernahme und fertig. Hier sind wir somit fertig. Jetzt können wir wieder rausgehen und das Rollo zumachen, damit der Führerstand sich nicht aufheizt. Hier oben können wir das Rollo wieder hochziehen. Ganz einfach. Hier brauchen wir nichts weiter zu machen. Jetzt gehen wir in den vorderen Führerstand wieder und stecken den Schlüssel ein, drehen ihn um. Jetzt ist der Zug startklar, also betriebsbereit. Nicht startklar, ist er noch lange nicht. Strohwachnehmer hoch. Der Zug hat nur einen Panto. Boom. Hauptschalter rein. Federspeicherbremse lösen. Fahrtrichtung seiner nach vorne. PZB ist auch aktiviert, SIFA auch. Im Übrigen könnt ihr SIFA umstellen auf SIFA Advanced und SIFA Basic. SIFA Advanced heißt alle 3 Sekunden bestätigen und SIFA Basic halt wie gehabt alle 30 Sekunden. Ich habe meistens auch immer SIFA Basic. Können wir auch die Kamera einstellen. Auch ein sehr nettes Gimmick, allerdings nur mit Standbildern. Nicht mit beweglichen, das unterstützt der TS15 noch nicht. Mit der Taste Plus können wir hier umstellen oder hier mit der Taste F in die Fahrgastraumkameraüberwachung gehen. Dann kann man ansehen, was die Leute hier alle so treiben, ob sie Vandalismusschäden machen oder halt sich nicht daneben benehmen. Ich habe meistens diese Einstellung. Hier in dem Grundbild könnt ihr noch verschiedene Sachen einstellen. Und zwar gehen wir mal auf Eingabe. Hier könnt ihr die Zugnummer einstellen. Beziehungsweise die Triebfahrzeugführerkennung. In dem Fall nehmen wir die 1. Hier könnt ihr noch C-Druckanzeige euch ansehen. Wird alles gezeigt. Leistung und oder Status, Grundbild, Zug, Bremskräfte in Kilonewton habe ich immer eingeschaltet. So, der Zug besitzt auch Fernlicht. Gut für Nachtfahrten. Sehr schön. Hier die Zugbremse. Sander. Scheibenwischer funktioniert, ist regenabhängig. Der funktioniert auch nur bei Regen. Und bei Regen ist das so, dass man die Geschwindigkeit nicht einstellen kann. Das ist dann wahrscheinlich ein Bug, der noch gefixt werden muss. Hier die Pfeiftöne hoch und tief, Makro. Hier das Zwangsschließen, nur dB.
ist allerdings hier in dem Talent ohne Funktion, wird hauptsächlich auf der Erftbahn RB 38 Köln-Bad Borsch Neuss Düsseldorf eingesetzt, beziehungsweise benutzt. Kongobahn, RB 38. So, hier können wir die Türwahl einstellen. Können wir die Türen öffnen. Hier können wir den Zugfunk noch einschalten. Auf den gehe ich aber nicht weiter drauf ein, da er aufgabenspezifisch ist. Wie der funktioniert, wird ausführlich in der README auch erklärt. Hier können wir die Ziele einstellen und gehen wir auf LR. Eine zweiseitige PDF wird mitgeliefert für die ganzen Ziele, unter anderem auch für deutsche Strecken und für österreichische Ziele sind dabei. In dem Fall geben wir die 58 ein, weil es halt Testfahrt ist. Wir machen ja auch eine Testfahrt. So, der Zug ist in dem Fall startklar. Jetzt schauen wir uns den Zug mal von außen an. Hier der typische Schneeräumer, nur bei der ÖBB-Version oder auch bei den anderen Versionen im Ausland. Sehr schön die ganzen Piktogramme. Bis Tempo 140 ist er zugelassen. Auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr scharf texturiert. Gefällt mir richtig gut. Jakobsdrehgestelle hat er. Richtig gut. Zustieg nur mit gültiger Fahrkarte. Ja, normal. Wirklich gut gemacht. Stromrichter. Schauen wir uns mal die ganzen Dachaufbauten an. Elektrische Ausrüstung ist hier oben alles. Klimaanlage. Hier auch das typische Name eingraviert, Talent. In dem Wort, beziehungsweise in dem Namen stecken zwei Wörter, unter anderem für TA steht für Talbot in Aachen. Bombardier Transportation, ehemals Waggonfabrik Talbot in Aachen. Und Lent steht für leichter Nahverkehrstriebwagen. In dem Fall auch der Name Talent, talentiert. Und den Namen trägt diese Baureihe zurecht. So, ich denke mir mal, wir haben genug gesehen. Hier die Kamera, die auf dem Bildschirm zu sehen dann ist im Führerstand. Ich denke mir mal, schwingen wir uns in den Führerstand und machen dann eine kleine Spritztour nach Bregenz, um das Fahrzeug bei voller Fahrt zu testen. Wenn ihr den Schalter wieder in diese Position gelegt habt, gehen die Türen zu. So, dann wollen wir mal losfahren. Schade, dass man die Fenster nicht öffnen kann, sonst würde man das typische Ditsch hören. Der Sound ist meiner Meinung nach geht so, ist nicht der beste. Allerdings arbeitet ja Taurus 0815 RW Austria an einer Soundverbesserung, die man sich auch schon anhören konnte. Und die auch sich ganz gut anhört, finde ich. Wir verlassen Lindau am Bodensee, das Schwäbische Meer. Hier treffen unter anderem die Allgäubahn aus München-Kempten und die Bodensee-Gürtelbahn aus Friedrichshafen. Beziehungsweise Radolfzell, Friedrichshafen. Streckenmonitor einschalten. In dem Paket werden auch Aufgaben mitgeliefert, unter anderem für Hagen Siegen V2. Schade, nicht für V3. Beziehungsweise für Altenburg-Wildau und für Dreiländereck eine Aufgabe. Und auch für die Seebergbahn. Es werden zwei Arten von Quickdrive mitgeliefert, einmal für eine Einheit und für zwei Einheiten. Wenn ihr mit zwei Einheiten fahrt, habt ihr den Vorteil, dass ihr euch schon in dem Führerstand befindet, wo hinter euch der Batteriekasten und die PZB-Einstellung ist. Das heißt, man braucht nicht mehr in den hinteren Führerstand gehen. Und die zweite Einheit wird natürlich logischerweise mit aufgerüstet. Also den Tempomaten benutze ich generell gar nicht, weil brauche ich nicht. Hält sowieso ganz gut hier die Geschwindigkeit.
Links die Verbindungskurve der Strecken aus Radolfzell und Kempten. Der Zug kostet 18,99 bei RSSLO. Im Übrigen noch eine kleine Einführung in die Talentbaureihe. Bei der ÖBB gibt es drei Arten von Talent, unter anderem die Reihen 4024 unsere, 4023 der Dreiteiler mit einer etwas geringen Leistung als unser Vierteiler. Und es gibt die Baureihe, die 2-System-Reihe 4124, anfänglich RH4824. Diese verkehrt hauptsächlich zwischen Österreich und Ungarn auf der Raab-Ödenburg-Evenfurter Eisenbahn, da die ungarische Staatsbahn MAF, Macsár Állam Fasutak, ein anderes Wechselstromsystem betreibt, unter anderem 25 kV und Österreicher und Deutscher 15 kV. Deswegen der Zweistromtalent. Bei uns fahren auch Talentstrom, allerdings sind das dieselmechanische und dieselelektrische der Reihen 643, 643.2 mit dieselmechanischem Antrieb und 644 dieselelektrisch, hauptsächlich eingesetzt bzw. gebaut für S-Bahn Köln, also für nicht elektrifizierte S-Bahn-Strecken. Dieses Fahrzeug ist allerdings nur in Köln unterwegs, beziehungsweise wurde nur für Köln gebaut. Fuhr früher auf der Strecke RB25 Köln-Gummersbach-Meinerzhagen. Heute fahren dort die Vareolins der Reihen 620, 622. Ab und zu fährt sich noch ein Talent, allerdings sehr, sehr selten. Er fuhr früher auch auf der Eifelstrecke, fährt auch heute noch rum, allerdings selten. Und natürlich auch auf der Strecke Bad Münstereifel-Euskirchen, Bonn-Ahrbrück. Allerdings wurden diese Strecken, werden heute mit modernen Vareolins, wie ich schon sagte, der Reihen 620, 622 betrieben. Den Talent 644 trifft man heute noch auf der RB38, der Erftbahn, Kongobahn, von Köln über Horrem, Bettbursch, Grevenbroich, Neuss nach Düsseldorf. Dort fährt er noch. Das Rollgeräusch gefällt mir am meisten bei diesem Zug. Hört man schön da Türrappeln und so. Er ist halt talentiert. Talentiertes Fahren. Jetzt müssen wir gleich den Hauptschalter ausschalten, da wir die Bundesgrenze zwischen Österreich und Deutschland passieren. Das Stromsystem bleibt das gleiche, nur die Stromeinspeisung ändert sich. Hauptschalter wieder einschalten. Zack. Einfach und simpel. Durchfahrt Grenzbahnhof Lochau. Oder Grenzstation. Das nächste Mal werden wir den ÖBB-Talent dann auf einer Aufgabe testen bzw. fahren. Und zwar habe ich mir da eine sehr schöne Aufgabe abgeändert fürs Dreiländereck. Näheres dann demnächst. Also Dreiländereck, eine wunderschöne Strecke, kann ich jedem empfehlen zu kaufen. Also ich finde, ich mag wirklich so Züge, wo man wirklich erst alles aufrüsten muss und nicht einfach Fahrtrichtungswender nach vorne und abfahren. Das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Also mir gefällt der Talent.
wirklich. Ich fahre den sehr gerne und er macht auch wirklich Spaß. Bremsen tut er auch wirklich sehr gut. Man kann eigentlich vorm Haltepunkt 800 Meter vorher anfangen zu bremsen. Und beschleunigen tut er wirklich echt wie eine Rakete. Ich finde, für den Preis, den er kostet, geht er völlig in Ordnung, muss ich sagen. Also von meiner Seite aus gebe ich, bevor das Test auch endet, eine Kaufempfehlung für den Talent heraus. Ihr könnt euch den ruhig kaufen. Ihr macht auch nichts falsch mit dem. Dann könnt ihr auch mal talentiert fahren. Durchfahrt Bregenzhaven. Unter anderem besitzen auch, nochmal zur Talenthistorie, andere Länder auch den Talent. Unter anderem auch Ungarn, Norwegen, Norwegen sogar mit Neigetechnik und Kanada auch. Und nochmal, zack. Wir reichen Bregenz. Das Ende des Let's Test zum Talent, ÜBB Talent. Ich sage mal, ich hoffe, das Let's Test hat euch gefallen und ich konnte euch die Kaufentscheidung etwas leichter machen. Und ich freue mich, wenn euch natürlich das Video gefallen hat. Gebt ein Like drauf, schreibt einen Kommentar darunter, abonniert mich, beziehungsweise wenn ihr mehr sehen wollt, besucht meine Facebook-Fanpage oder registriert euch in meinem Community-Forum. Hiermit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Philipp LP. Instrumentbeleuchtung besitzt dieser Zug auch. Und natürlich auch Führerraumbeleuchtung. Geht das jetzt nicht, oder was? Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie, geht jetzt die Führerraumbeleuchtung nicht, komischerweise. Egal, auf jeden Fall besitzt der Zug auch eine Führerraumbeleuchtung und eine Fahrplanleuchte. Die ist hier neben, links neben der Instrumentenbeleuchtung. Keine Ahnung, warum die geht. Hey, warum möchte er hier rüber? Fenster kann man leider nicht öffnen, sonst würde man dieses typische hören. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber egal. So, Endstation Bregenz. Das war unser talentierter Talent 4024. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, kauft euch den Talent. Ihr werdet es nicht bereuen. Schönes Ding. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.